Wir kommen nach dieser doch so ruhigen und harmonischen Weihnachtszeit, wo die Menschen sich vor lauter Besinnlichkeit wieder in den Drehkreuzen der Kaufhäuser verkeilten, nicht umhin, schon jetzt einen Blick auf das nächste Jahr zu werfen. 2020, Schnapszahl. Na, das kann ja heiter werden. Hier sind die Schlagzeilen des neuen Jahres. Januar. Nachdem die neu aufgestellten Deutschlandfahnen vor den Schulen der Republik völlig unerwartet doch nicht alle Probleme im deutschen Bildungssystem lösen konnten, plant die Bundesregierung eine neue Digitalisierungsoffensive. Neben der flächendeckenden Erneuerung von Glühbirnen und Overhead-Projektoren umfasst das Projekt auch die Ausstattung der Schulen mit E-Mail-Konten von AOL und das Update auf Microsoft Excel 2003 für bundesweit beide Computer. Februar. Der neue James-Bond-Film kommt in die Kinos. Diesmal soll der britische Agent einen Bösewicht namens Europäische Union zur Strecke bringen, die Großbritannien seit Jahren mit Gräueltaten wie Handelsfreiheit, Stabilität, Reisefreiheit und Frieden drangsaliert. Als Waffen stehen ihm eine Walter PPK, ein Volksentscheid und Boris Johnson zur Verfügung. März. Bei der Leipziger Buchmesse präsentiert der Rowohlt Verlag die Neuauflage vieler alter Märchen. So wurden bekannte Geschichten an die Gepflogenheiten der heutigen deutschen Gesellschaft angepasst. Mit dabei sind Werke wie Der gestiefelte Kater mit orthopädischen Einlagen, Hans Guck in die App oder Schneewittchen, die nicht so eine ist und die sieben Tinder-Dates. Andere Werke behielten ihren Titel, wurden aber inhaltlich angepasst. So spielt das Rumpelstilzchen nun im Weißen Haus, das tapfere Schneiderlein in einer Adidas-Fabrik in Bangladesch, der Wolf und die sieben Geißlein vor dem Jugendgericht Bottrop, Hänsel und Gretel vor dem Jugendgericht Bottrop und Rotkäppchen vor dem Jugendgericht Bottrop. April. Der Deutsche Filmpreis wird verliehen. Unter den Gewinnern ist auch Til Schweigers neuer Streifen. Beruhend auf seinem Nachbarschaftsstreit mit Jan Ullrich im Jahr 2018 schuf Schweiger jetzt den Film Zweiradesel. In den Hauptrollen Matthias Schweighöfer als Til Schweiger als Alexa Sprachassistent und Luna Schweiger als Jan Ullrich. Mai. Das Mathe-Abitur war erneut zu schwer. Schüler und Lehrer aus dem Saarland und sieben echten Bundesländern protestieren wegen der zu schweren Aufgaben. So lautete in Bayern eine der zu schweren Fragen wie folgt. Ein Verkehrsminister plant die Einführung einer Maut. Die Ausgaben werden deutlich höher sein als die Einnahmen, er tut's trotzdem. Berechnen Sie sein Gehalt. Ein Beispiel für eine zu schwere Aufgabe aus Bremen hingegen lautete, Sie essen einen Apfel. Wie viele Äpfel haben Sie gegessen? Juni. Fußball-Europameisterschaft und Jubel in ganz Deutschland. Der Nationalmannschaft unter Trainer Lothar Matthäus gelingt in allerletzter Minute durch ein Tor von Patrick Helmes der Ausgleichstreffer zum 4:4 Endstand gegen Litauen. Damit fährt die DFB-Elf sichtlich zufrieden mit einem Punkt aus drei Spielen nach Hause. Viele Reichsbürger fordern im Nachgang die Neugründung der Nationalmannschaft in den Grenzen von 1941, damit Stars wie Lewandowski und Griezmann endlich wieder im deutschen Team spielen. Juli. Ein halbes Jahr nach der Erhöhung des Mindestlohns um 16 Cent verkündet die Bundesregierung das Einstellen ihrer Arbeit zum Jahresende. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, es gäbe nichts mehr zu tun, alle Probleme des Landes seien endgültig gelöst. 4 Millionen Menschen, die vom Mindestlohn profitieren, wissen jedoch auch ein halbes Jahr nach der Erhöhung nicht, was sie mit dem neuen Reichtum anstellen werden. Mögliche Ideen wären, einen halben Quadratmeter Wohnung in München für einen Tag mieten oder 5 Dacia Duster Neuwagen kaufen. August. Hitzewelle in Deutschland. Die Bundesregierung vertagt aufgrund der zu großen Hitze ihren Klimagipfel auf August 2035. Der Veranstaltungsort ist bis dato unklar. Man müsse sich noch entscheiden zwischen einem Hotelresort an der Nordsee in München, einem Kongresszentrum in Frankfurt im Main oder auf der Insel Zugspitze im Mittelmeer. September. Ein Jahr vor der Bundestagswahl stehen Annegret Kramp-Karrenbauer und Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten ihrer Parteien fest. Damit verzichten sowohl CDU, CSU als auch SPD erstmals freiwillig darauf, den Kanzler zu stellen.
Nachdem Wahlen in den letzten Jahren international gesehen oft von Quereinsteigern gewonnen wurden, wie in der Ukraine von einem Komiker oder in den USA von einem aus dem Reality-TV bekannten Geschäftsmann, heißen die heißesten Anwärter auf das Kanzleramt 2021 Jonas Greiner und Robert Geis. Oktober. Der Eröffnungstermin des Hauptstadtflughafens BER kann erneut nicht gehalten werden. Auf der Baustelle herrscht dennoch Aufregung, da Bauarbeiter das Skelett eines Dinosauriers fanden. Ein Sprecher der Baufirma erklärte, als man mit den Bauarbeiten begann, hätte sich das Tier noch bester Gesundheit erfreut. Das Veterinäramt ermittelt. November. Da in ganz Deutschland und vor allem im ländlichen Raum massiv Mediziner fehlen, gehen die Ärzte nach 8 Jahren wieder auf Deutschlandtour. Dezember. In Stockholm wird der Literaturnobelpreis verliehen. Diesjähriger Preisträger ist ein Deutscher, der laut Laudatio den Zeitgeist sehr treffend in seinen Texten verarbeite und aktuelle Probleme anspreche. Micky Krause bedankte sich für die Auszeichnung und kündigte eine neue Single an. Für das kommende Jahr ist nach dem Hype um Krauses Lebenswerk zu erwarten, dass sich auch der Deutschunterricht an den deutschen Schulen endlich den Texten der Moderne anpasst. Mögliche Abituraufgaben in Deutsch lauten also bald: Erörtern Sie vor dem Hintergrund Ihrer Kenntnisse über die Literatur des 21. Jahrhunderts folgende These: Bist du braun, kriegst du Frauen? Oder Textanalyse: Finger in Po, Mexiko. Das waren sie, die wichtigsten Schlagzeilen des neuen Jahres. Es ist genullnau Uhr. Das war das letzte deutsche Fernsehen mit dem Jahresvorblick. Na dann, gute Nacht. Aus.